Große Ereignisse stehen uns bevor. Die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober und der Neumond. Beides trifft zusammen und bringt einige Zeit ein bisschen Dunkelheit auf die Erde, ein bisschen Finsternis. Aber dein Licht oder unser Licht, das wird leuchten. Wir haben Hilfe und Unterstützung von der geistigen Welt. Wir sind nicht allein und wir halten auch zusammen. Eigentlich ist diese Zeit eine Zeit des Nachdenkens, nochmal überlegen, was ist in meinem Leben okay, wie kann ich es noch mehr verbessern. Wir sind in einer intuitiven und mystischen Zeit gerade jetzt zusammen in der großen Wandlung. Und was du alles jetzt an diesen Tagen beachten sollst, werde ich dir in diesem Video erzählen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden. Weitere Informationen findest du unten unter dem Video. Ja, und jetzt kommen wir mal auf die aktuelle Zeit, denn was jetzt am 25. Oktober geschieht, das sind ja zwei große energetische Ereignisse, die Sonnenfinsternis und der Neumond. Beides trifft zusammen jetzt im Oktober und ermöglicht uns auf der einen Seite einen intensiven spirituellen Kontakt zu unserer Seele, zur geistigen Welt aufzubauen, ermöglicht uns diese Kontakte, die wir schon haben, noch mehr zu verstärken. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Dennoch solltet ihr auf euch aufpassen, denn die Skorpionenergie hat es in sich. Die Skorpionenergie bringt gerne Licht in die Dunkelheit, da wo einige Punkte in uns sind, die wir gar nicht gerne anschauen möchten. Dies tut sie auch jetzt nicht nur bei uns privat, sondern in der ganzen Gesellschaft. Also es könnten tatsächlich Dinge passieren oder nochmal Dinge ans Licht kommen, mit denen wir niemals gerechnet hätten. Das macht diese Skorpionenergie für uns ja sehr interessant jetzt in dieser Zeit. Ich spreche jetzt hier von der westlichen Astrologie. Und was wichtig für uns ist, wir sollten insgesamt jetzt in diesen Tagen ein bisschen langsamer tun. Wir sollten uns nicht zu viel vornehmen, nicht zu viel aufnehmen, sondern unsere Energie ein bisschen sparen, weil es eben sowieso durch die Energieeinflüsse aus dem Universum anstrengend ist, ihr Lieben. Und das, wie wir uns jetzt an diesem 25. fühlen werden, so werden wir uns längere Zeit noch in diesem Jahr fühlen. Also achtet darauf, dass es euch gut geht, dass er etwas Schönes für euch macht. Dann könnt ihr diese Energie mitnehmen. Das ist ganz wichtig, was ich euch dazu sagen möchte. Durch die Skorpionenergie werden bestimmte emotionale Dinge in uns angespornt oder gelöst. Also es könnte sein, dass wir vielleicht schneller eifersüchtiger sind oder dass manche Menschen rachsüchtig sind oder rachsüchtiger als sonst oder dass man mehr Lust auf Sex hat als sonst. Auch das kann sein. Also passt einfach auf und guckt, was für Gefühle hochkommen. Und dann bitte ich euch, nehmt diese Gefühle so, wie sie sind. Und wenn sie sich negativ anfühlen, dürfen sie in die Heilung gehen. Es ist immer eine Möglichkeit für die Heilung, wenn so etwas sich zeigt. Wir hatten jetzt letzthin auch in einer Beratung, in einer Therapie von mir sehr schöne Dinge lösen können. Und zwar konnte ich das mit der neuen Quantentechnik von Smarana so richtig wunderbar in dieses Gesundheitsfeld, in dieses Feld der Liebe, der Quanten hineinbringen. Und allein das ist jetzt auch gerade in diesen Tagen besonders intensiv spürbar. Also besonders intensiv werden Therapien oder Sitzungen sein, die ihr euch vielleicht gebucht habt oder die ihr gerne machen möchtet. Es ist
die Gelegenheit, diese Energie einfach auch zu nutzen. Was auch noch sein kann, dass bestimmte Traumata sich zeigen, die lange versteckt waren, die wir gar nicht so gerne anschauen wollten und die aber jetzt durch die Skorpionenergie hochkommen und dann auch gerne gelöst werden möchten. Wenn so etwas ist, geratet nicht in Panik oder geht nicht so sehr in die Traurigkeit hinein. Es ist immer ein Zeichen, ein gutes Zeichen, dass Heilung und Verbesserung möglich ist. Es ist aber auch eine sehr mystische Zeit und durch die Skorpionenergie könnten sogar Familiengeheimnisse plötzlich offenbart werden. Es könnten verschiedene Geheimnisse sich offenbaren, zu denen wir sonst keinen Zutritt haben. Also von daher ist es sehr, sehr spannend. Und diese Emotionen, die jetzt hier einfach so auftauchen können, sind alles nur Hinweise dafür, dass wir etwas ändern können. Denn die Neumondenergie bringt uns ja auch immer wieder den Impuls, etwas Neues zu beginnen, vielleicht etwas Altes abzuschließen, wo wir jetzt merken an der Sonnenfinsternis, dass dies gar nicht mehr zu uns passt und dann uns von diesen Dingen einfach trennen, um dann den Schritt in einen Neubeginn hinein zu gehen. Was auch noch sein könnte, dass jetzt nach dieser Sonnenfinsternis ein paar Tage oder ein, zwei Wochen danach, so genau kann man das zeitlich jetzt nicht eingrenzen, es könnte sein, dass ihr eine Person in eurem Leben trifft, die euch genau das sagt oder genau das anbietet, was ihr braucht. Also eine sehr spannende Zeit. Achtet einfach auf die Begegnungen, die ihr so haben werdet und auch auf die Unterhaltungen, denn da können versteckte Botschaften darin enthalten sein, ihr Lieben. Und allein das Wissen, wenn ich eine Hilfe bekomme, ist schon etwas sehr Positives, eine unerwartete Hilfe. Das kann also sich hier ereignen in diesen Tagen. Diese Zeit kann auch kräftezehrend sein, weil eben die Energien sehr stark sind. Dann rate ich, legt euch einfach mal aufs Sofa, lest ein Buch, hört eine Musik oder geht spazieren. Nehmt euch einfach mal die Zeit oder auch die Freiheit, mal nichts zu tun. Das kann nie schaden. Das tut dem Körper sowieso gut, gerade weil ja die aktuellen Energien so anstrengend sind und das, was im Außen geschieht, auch so sehr an uns nagen möchte oder uns so sehr in die Angst versetzen möchte. Jetzt diese Energiestimmung, diese paar Tage, kann dazu beitragen, dass wir uns von der Angst lösen. Und das ist ganz wichtig. Und manchmal ist es auch so, dass diese Angst ganz versteckt in den Zellen in uns liegt und wir sie gar nicht bemerken, weil wir denken, wir sind angstfrei. So etwas könnte sich ereignen, dass man entdeckt, oh, da ist ja noch ein bisschen was und das darf man dann auch gleich in die große Transformation schicken. Also wir befinden uns jetzt in der intensiven Zeit der Transformation und die begleitet uns über die energische Energie, die hier entsteht, über die Sonnenfinsternis bis zum Jahresende. Also es ist ganz viel Erlösung, ganz viel Gutes, wenn man so will, für uns unterwegs. Und ich sage dir, wenn die Sonnenfinsternis kommt, wenn die Finsternis kommt, dann leuchtest du in deinem Licht, dann bist du stark, weil du dich daran erinnerst, dass du das Licht bist. Da sollten wir immer darauf achten, denn das ist das Wichtigste, wirklich war das Wichtigste. Und ich bitte euch sehr, geht in das Quantenfeld der Liebe. Geht dort hinein. Es ist die Kraft und die Stärke, die von dort kommt und die jegliche Angst, jegliche Sorgen, alles Mögliche einfach auflöst. Und wir werden jetzt auch gleich eine bestimmte, wundervolle, schöne Meditation in dieser Art machen, die euch darauf vorbereitet, in eurer Kraft zu sein und
gut durch die Zeit zu kommen. Das ist mir sehr wichtig, dass es euch gut geht. Und schaut euch auch nochmal meine anderen Videos an. Ich verlinke sie euch oben, damit ihr wisst, wie das geht, in der Kraft zu sein. Und jetzt lade ich euch ein zu dieser Meditation. Es ist auch gleichzeitig eine kleine Vorbereitung für das Webinar zum Quantentherapeuten, was ich euch auch sehr ans Herz lege. Denn die Quantentherapie oder die Quantenverschränkung, das ist unser Schlüssel für die aktuelle Zeit, um dort gut hindurchzukommen. So, jetzt sprühe ich mich aber erst nochmal ein mit den sieben Schwestern. Und ich schicke euch auch ein bisschen Energie rüber, damit ihr das auch habt. Es ist einfach meine Lieblingsessenz im Moment. Und so lade ich euch ein, jetzt mit mir zusammen in die Quantenenergie einzutauchen und die Botschaft zu hören, die kommen wird. Mit dem Segen des Lichtes begrüße ich dich. Mit dem Segen des Lichtes lege ich einen Mantel des Schutzes um dich. Und dieser Mantel wird dich begleiten, wenn du es dir wünschst. Und so spricht Mai Medana zu dir. Mai Medana ist mein Name in der Lichtsprache. Und ich bringe dir heute die Quantenenergie. Ich stelle sie dir zur Verfügung, so wie ich es auch in den Schulungen bereits getan habe. Geliebter Mensch, du bist niemals allein. Geliebte Wesen der Erde, wir sind immer bei euch. Wir beobachten alles, was geschieht und sind bereit, euch zu unterstützen. Und so haben wir das Quantenfeld mit unserer Liebe aufgeladen, mit unserem Schutz und mit unserem Wissen. Und wir laden dich ein, mit uns zusammen in dieses Quantenfeld hineinzugehen. Du kannst dich dort erholen, du kannst dort Kraft sammeln und dich mit der Liebe des Universums verbinden. Und wenn du bereit bist, dann nimm nun einen tiefen Atemzug der Liebe und dehne dich mit diesem Licht der Liebe aus. Spüre, wie du ruhig dabei wirst, wie dein Körper sich entspannt und deine Seele vibriert. Deine Seele ist bereit jetzt zu dieser Reise. Und mit einem weiteren tiefen Atemzug trägt dich deine Seele direkt in das Quantenfeld der Liebe. Die Wesen, die lichten Wesen des Universums sind hierher gekommen, um dich zu begrüßen, um dir zu sagen, dass du geliebt wirst. Um dir zu sagen, dass du geschützt bist. Um dir zu sagen, dass du niemals alleine bist. Und so lass dich jetzt nieder. Ruhe dich hier in dieser Energie ein wenig aus. Ruhe dich aus und entspanne. Das, was gelöst werden darf, wird sich lösen
und die Liebe wird bei dir sein. Diese große, vollkommene, bedingungslose Liebe des Universums. Sie umhüllt dich und trägt dich. Sie streichelt deine Seele und sie flüstert dir zu: Alles wird gut. Vertraue. Die Liebe ist für dich da. Die Liebe schützt und trägt dich. Und so nimm dir nun ein wenig Zeit und entspanne dich. Lass dich von der Liebe tragen. Und nimm all das an, was dir jetzt geschenkt wird. Erlaube dir, dich fallen zu lassen in die ewige Liebe, in das ewige Licht, in das große Vertrauen. Und vielleicht kommt jetzt ein lichtes Wesen zu dir, ein Engel oder ein Sternenwesen. Wer auch immer es ist, dieses Wesen hat eine Botschaft für dich. Und dieses Wesen legt nun seine Hand auf dein Herz und flüstert dir deine Botschaft zu. Und vielleicht erhältst du sogar ein Geschenk, was es auch sein mag. Es besteht aus Liebe. Und so lächeln wir dich an. Und wenn du magst, darfst du uns zurück anlächeln. Denn aus diesem Lächeln entsteht ein Strahl der Liebe, den wir dir jetzt schenken, den du mitnehmen kannst und der dich immer daran erinnern soll, dass du niemals alleine bist. Und so trägt dich deine Seele mit einem weiteren Atemzug wieder in dein Hier und Jetzt, in deine Dimension hinein. Und vielleicht spürst du diese innere Leichtigkeit, diese positive Ausrichtung und Zuversicht. Und dann darfst du in deiner Geschwindigkeit Hände und Füße bewegen, deine Augen öffnen und wieder ganz hier sein. Ich danke allen geistigen Wesen, allen Sternenwesen, die heute hier waren. Und ich danke dir,
dafür, dass du dabei warst. Es war so schön. Es war wunderschön und ich bin voller Licht und Liebe und ich wünsche mir, dass ihr auch genau das fühlt. Nehmt alles mit, nehmt diese Energie mit, diese Geschenke und denkt im Alltag daran, wenn es euch vielleicht mal nicht so gut geht, wenn irgendwas Komisches geschehen ist oder man etwas gesagt hat, was nicht gefällt, denkt einfach jetzt dann an diese Situation, an diese Energie und es wird euch besser gehen. Ich wünsche euch alles Liebe. Zusammen schaffen wir das. Wir sind stark. Bis zum nächsten Mal.